Dieses Video erklärt die Datenübertragung von einer Fotrik-Kamera zum PC zur Verwendung der Bilder und Sequenzen in der Fotrik Software Analyze IR Venus. Wir sehen auf dem Monitor hier oben die angemeldete Kamera. Das ist jetzt hier eine Fotrik P8. Sie meldet sich als externes Laufwerk an oder als externen Datenträger, wenn man das so möchte. Hier sehe ich die SD-Karte, die in der Kamera steckt. Und auf dieser SD-Karte gibt es einen für uns interessanten Folder, der nennt sich Gallery. Die Galerie, zu gut Deutsch. Und hier drinnen befinden sich organisiert nach Datum die entsprechenden Bilder. Wenn ich ein Bild transferieren möchte, kann ich hier in den entsprechenden Ordner wechseln, die Bilder markieren mit den üblichen Windows-Funktionen, rechte Maus hier zum Beispiel dann und beispielsweise kopieren, dann auf einen beliebigen Ort auf dem PC navigieren. Ich habe hier mir jetzt einen Ordner erstellt. Beliebiger Speicherort nennt sich dieser und hier mit der rechten Maustaste einfügen. Also die ganze Funktion, die man kennt vom normalen Datentransfer von Windows mit dem Datei-Explorer, funktioniert hier bestens. Wenn ich die Daten auf der Kamera nicht mehr benötige, kann ich die entsprechend hier auch löschen, wenn ich möchte. Also hier einfach die Datei anwählen, dann Delete oder Entfernen drücken auf der Tastatur oder hier löschen und entsprechend die Datei löschen. Oder ich kann natürlich auch hier wieder Dateien zurückkopieren auf die Kamera, zurück in den Speicher der Kamera.